Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, feinstes Regenwetter wieder hier im Schwarzwald. Aber egal, ich will eine kleine Tour machen, ein kleines Video. Und da soll es um ein paar Dinge gehen heute. Ein paar Neuerungen, die es bei mir gegeben hat. Ja, als erstes mal hier eine Garmin-Uhr, die Fenix 6 Pro, glaube ich. Ja, die habe ich nicht bezahlt. Habe sie aber auch nicht von Garmin bekommen, sondern mein Bruder hat mir die geschenkt. Der hat die ausprobiert und ist damit nicht so richtig zurechtgekommen für seine Läufe. Und deswegen hat er gesagt, kannst du sie haben, wenn du willst. Klar will ich sie haben, das ist ein super Teil. Und ja, ich habe sie jetzt schon so beim Spazierengehen mit dem Hund und so ausprobiert, mit Navigation und so. Und dann habe ich mir gedacht, da ist ja auch Radfahren drauf. Ist das was zum Radfahren? Kann man das da brauchen? Und da will ich es heute mal ein bisschen testen. Das nächste ist meine Insta 360. Da habe ich mir auch noch was dazu gegönnt. Also die 1 Zoll Kamera habe ich ja. Und da habe ich mir auch noch was dazu gegönnt. Und das will ich euch heute auch zeigen. Software-Update hat es gegeben für die Insta. Auch das, um das geht es ein bisschen heute. Ja, und das dritte, das tue ich bloß mal ankündigen. E-Bike, Pedelec, ich bekomme ein neues Pedelec, so nächste, übernächste Woche, ich weiß noch nicht, wann es ankommt. Ja, das wollte ich euch bloß mal kurz sagen, dass da auch wieder was kommt. Was, das seht ihr dann. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die Uhr ans Rad bringen und dann probieren wir das mal und hoffen, dass es aufhört mit Regnen. Zur Kamera kommen wir dann später. Alles klar. Ich habe mal im Internet geschaut, wie man so eine Uhr festmacht. Da gibt es von Garmin gibt's da extra so Halter und die passen hier genau in die Halter vom Garmin oder auch von meinem Sigma. Und ja, das Teil, das kann man dann einfach auch hier reinlegen und so rumdrehen. Und wie man die Uhr festmacht, zeige ich euch auch gleich. Mit der Uhr funktioniert das eigentlich ganz einfach. Die hat hier so kleine Raster und da kann man die dann einfach das Band so wegmachen, ohne Problem. Da kann man auch das Band dann ganz einfach wechseln. Einfach hier an den kleinen Rastern hier ziehen und dann kann man es einfach so wegmachen. Ja, und dann in den Halter einklipsen und dann kann es losgehen. Jetzt also die Uhr in den Halter, einfach auch da, wo die Bänder hinkommen, kann man die hier einlegen und hier einfach zack, und schon ist das Teil drin. Hebt hoffentlich bombenfest. So, und jetzt zeige ich euch kurz, wie man das einstellt. Ich habe es ein klein bisschen ja schon probiert beim Gassi gehen. Hier zuerst drauf und dann sucht man sich raus, was man will. Ich habe die Tour mit Komoot geplant und das Teil ist auch mit Komoot verbunden. So, dann tut es hier versuchen zu laden. Und das ist die Fahrradtour, die ich für heute geplant habe. Nichts Langes, ich habe heute noch Spätschicht. So, dann drücken wir da drauf. Und die ist offline schon zur Verfügung. Die habe ich vorher schon offline gemacht. Ansonsten müsste man hier drücken, dass offline ist. Und dann gehen wir auf Start. So, und dann suchen wir uns raus, wie wir das machen wollen. Wir wollen ja Radfahren. Gehen auf Radfahren. So, jetzt lädt es auf die Uhr, die Tour, auf die Karte. Und jetzt geht es schon los. Und dann drücken wir hier noch auf Start. Und jetzt wird unsere Tour auch aufgezeichnet. Dann gehen wir mal los. Jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wo sehe ich jetzt den Vorteil an dem ganzen Ding? Ja, der Vorteil ist für mich ganz klar. Ich kann mit dem Teil mehrere Tage navigieren, ohne dass ich den Akku laden muss. Das heißt, die braucht ganz wenig Strom, weil sie ja so klein ist. Und ja, wo die Nachteile sind, das werde ich jetzt hier bei der Tour wahrscheinlich erörtern. Dann können wir ja nahtlos übergehen zur Insta, was ich mir da gegönnt habe. Ja, im Moment läuft sie gerade
Und was das Software-Update beanlangt, da auch noch ein paar Punkte dazu. Das erste gleich mal vorneweg. Ich habe mir da so einen richtig langen Selfie-Stab gegönnt. Ja, der ist bestimmt 1,20 Meter lang oder noch länger. Ich habe ihn gar nicht gemessen. Aber ja, da habe ich also mit Sicherheit den Meter Abstand hier zur Kamera. Und den braucht man ja bei der 1 Zoll Kamera, sonst wird man unscharf. Ich habe es euch ja schon gesagt, die hat eine Brennweite von 1 Meter bis unendlich. Also direkt vors Gesicht halten hat keinen Wert, da werdet ihr unscharf. Ist aber in unserem Alter auch kein Fehler, da sieht man die Falten immer so. Ja, jetzt fahren wir mal weiter Richtung Aach und dann werde ich mal anhalten und erzähle euch die anderen Dinge noch. Das hier, also der Selfie-Stick, ich zeige euch mal, ja, wie weit man die hier ausmachen kann. Also das ist eine ganze Ecke, super Sache, das gefällt mir. Und des Weiteren habe ich mir einen neuen Akku gegönnt. Und zwar ist das der, ich glaube, Boosted Akku oder so heißt er, und ich zeige euch das jetzt gleich mal genauer vor der Kamera. Das ist jetzt also hier der neue Akku, den ich habe. Ja, der große Vorteil von dem Teil ist, ich kann die Kamera jetzt an Stick machen, an ein Stativ, ohne dass ich diesen Rahmen drumherum mache. Der hat mich ja schon immer genervt. Das nervt mich an alle Kameras, dieser Rahmen. Und da haben sie jetzt einfach bei diesem Akku hier unten, genauso wie bei der GoPro, glaube ich, diese Dinger hingemacht, wo man die Kamera dann festmachen kann. Ja, Akku wie gewohnt, kann man so wieder rausmachen hier. Zack, weg ist er. Und auch wieder zusammen machen. Und da ist er wieder drin. Ja, das hat mir gefallen und der Akku hat doppelte Leistung wie der normale, der rote, der drin ist. Nämlich, ich glaube, 2300 oder so. Ich muss mal nachlesen. Ich schaue mal geschwind. Nicht, dass ich euch einen Blödsinn hier erzähle. Ich schaue mal geschwind, was der für eine Leistung hat. Steht nämlich hier nicht drauf, wenn ich das richtig sehe. Okay, ich schaue geschwind. Ja, hier habe ich es mir aufgeschrieben. 2380 mAh. Also da kann man mal, ich denke mal, ganz locker so einen Radlertag aufnehmen. Ja, was hat sich noch an der Software geändert? Hier bei der 1 Zoll Kamera, bei der anderen hat sich auch einiges geändert. Aber hier, ich erzähle nur, was bei der ist, weil die andere 360 Grad Kamera und das Action Modul habe ich ja nicht. Ich habe nur das 1 Zoll Modul. Und da hat sich bei dem Update geändert, dass man jetzt in 4K mit 50 Frames pro Sekunde aufnehmen kann, im Pro-Video-Modus. Und dann hat man Horizontalausgleich bei Aufnahmen mit 30 FPS. Aber da hat man dann ein kleineres Sichtfeld, das wird quasi dann schon da rausgerechnet. Ja, könnte man so gesehen auch am Rechner nachher machen, aber macht die Kamera dann gleich selber. Aber wie gesagt, nur mit 30 Frames pro Sekunde. Dann haben sie optimiertes Farbprofil, so lebhaft. Ja, müssen wir mal ausprobieren, wie das aussieht. Und was ganz wichtig ist, die Audioqualität haben sie wieder verbessert. Ich kann euch das jetzt mal so zeigen. Ich habe ja kein Windfeld drauf. Und dann hören wir uns das mal so an. Und ich tue nachher auch Lavaliermikrofon einstecken. Und dann hören wir uns das mal mit dem Lavaliermikrofon an. Und jetzt regnet es wieder. Ich gehe weiter. Bei so Regenwetter, so eine Actioncam natürlich ideal. Und genau dafür habe ich sie auch, für die Aufnahmen.
beim Fahren und natürlich auch wegen Verwackeln und wegen Regen, wegen Action, was man halt so dann doch mal unterwegs hat. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen von der Strecke abgewichen und ich habe festgestellt, der routet also nicht zur Strecke zurück, sondern sagt nur Streckenabweichung und man muss dann quasi selber zur Route zurückkehren, was ja aber kein Problem ist. Man sieht ja, wo die Route verläuft, man sieht, wo man fährt und insofern, also das macht mir gar nichts aus, im Gegenteil, mich hat dieses Hinrouten zur eigentlichen Route hat mich eigentlich immer nur gestört, weil er da oft Umwege dann gemacht hat und so. Okay, passt alles. Ich gebe ja zu, das Wetter ist nicht gerade ideal, um euch hier was zu zeigen. Vor allem auch Bildqualität von der Kamera und so, aber ja, das ist live, das ist Leben. Und wenn man unterwegs ist auf Tour, dann sieht es halt auch so aus. Insofern muss ich jetzt sagen, ideale Bedingungen, um sowas zu zeigen. Naja. Ja, ich gebe zu, bei schönem Wetter, da macht es mir auch mehr Spaß zu radeln. Aber das macht mir jetzt so gesehen auch nicht viel aus, wenn es regnet. Wenn man gut angezogen ist. Ich habe Gott sei Dank gleich heute Morgen die Regenhose dran getan, habe gedacht, na, ich glaube, das wird ein verregneter Morgen. Ja, kein Problem. Weiter geht's. Also wo fahren wir eigentlich hin? Niedersweiler, Lauterbach, so die Richtung und dann mal Freudenstadt. Einen schönen kleinen Kreis hier um mein Heimatdorf. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es schon gesagt habe, was das Update auch noch beinhaltet. Das ist, wenn man die Kamera, wenn man länger auf den Aufnahmeknopf drückt beim Einschalten, dann stellt die quasi sofort ein und nimmt dann auch gleich auf. Das heißt, man braucht nicht erst einschalten und Aufnahme drücken, sondern das passiert im Eim und beim Abschalten genauso. Einfach auf Pause drücken, Stopp und dann stellt sie wieder ganz runter. Das ist doch ein großer Vorteil, vor allem wenn man dann auch mit Handschuhe fährt oder so, dass man nur den einen größeren Knopf drücken muss. Gut gemacht. Warum nicht gleich so? Ich bin jetzt hier oberhalb von Dietersweiler rausgekommen. Habe jetzt übrigens das Lavalier-Mikrofon eingesteckt. Da könnt ihr jetzt den Ton auch mal hören. Und dann fahre ich mal weiter und lasse das mal eingesteckt. Genauso machen wir es. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz einfach mit so einem langen Kabel hier. Oder besser gesagt mit so einem kurzen Kabel und dem langen Stativ hier. Da ist eine Funkstrecke natürlich wesentlich besser. Gibt es ja inzwischen auch relativ günstig. Ich bin auch schon lange am Überlegen, dass ich mir sowas her tue. Was mich ein bisschen abschreckt, ist mit dem Akku von den Teilen. Wenn man dann nicht merkt, dass der Akku leer ist, dann fehlt halt nachher von einem vielleicht schönen Film der Ton. Ja, heute wäre es vielleicht nicht so wichtig, aber das schreckt mich noch ein bisschen ab davor. Ja, wenn ihr eine Funkstrecke habt und Erfahrung habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Wie gesagt, ich bin schon eine Weile am Überlegen, ob ich mir da was her tue für den gescheiten Ton und ja, ohne dieses Kabel halt. Weiter geht's Richtung Lauterbad, Freudenstadt dann danach. Ja, dann werde ich auch nochmal anhalten und dann gucken wir nochmal auf meine Garmin-Uhr, was die inzwischen so alles weiß. Also wie gesagt, Navigation funktioniert klasse, ich fahre dem Strich hinterher, das ist kein Thema. Und dann gucken wir mal, was sonst noch alles so an Daten zur Verfügung steht hier. Was ich noch zeigen wollte,
sind ja die einzelnen Bildschirme, die man sich einrichten kann. Und da tun wir mal geschwind durchblättern und schauen mal, was da für Informationen sind. Wie gesagt, also 1000 Funktionen, ich habe noch gar nicht alles so durchgeblickt. Und da geht es mir ein bisschen wie mein Bruder. Das Teil ist wirklich kompliziert. Aber so, wenn man mal das Grundwissen hat, dann geht's. Okay, schauen wir mal durch, geschwind blättern noch mal ein bisschen durch hier. Ich habe mal das Display ein bisschen abgeputzt. Ja, hier also die Karte. Und da sieht man ja, man hat hier unten 14,6 Kilometer, habe ich noch zu fahren. Dann ist meine Tour zu Ende. Bin 6,6 gefahren inzwischen und habe einen Aufstieg von 145 Metern. Und wie gesagt, das kann man sich alles einrichten. Da kann man andere Dinge hinmachen. Kann bloß, dass man bloß die Strecke unten drin hat oder bloß die Karte. Kann man alles individuell einrichten. Und dann hat man auch mehrere Bildschirme, das ist ja also die Tour. Und hier sieht man, was man an Höhenmeter so gemacht hat, also grafisch dargestellt. Hier geht es gerade runter, wo ich gerade bin, und jetzt geht es dann gleich wieder hoch Richtung Freudenstadt und dann wieder runter und die zwei Zacken, bis ich dann daheim bin. Ja, da sieht man, was man nur so vor sich hat. Hier ein paar Daten, ja, Uhrzeit 9.09 Uhr. Verbleibende Distanz und was ist das da unten, weiß ich gerade nicht. Ja, vielleicht Ankunftszeit oder so, keine Ahnung. Okay, nee, das ist der, ich glaube, das ist der Kompass oder so. Ja, oben jetzt Kompass, sieht man, wo Norden ist und ja. Distanz haben wir da drauf und was haben wir noch? Anstieg gesamt die 145 und Temperatur auch mit 7,6 Grad. Ja, man merkt, ich habe kalte Finger. Und hier die Herzfrequenz, also ich lebe nicht mehr. Nee, ich habe die ausgeschalten und täte jetzt auch gar nicht gehen, weil ich keine Verbindung habe zur Uhr. Und ich habe das ausgeschalten, um Akku zu sparen, und ich fahre ja auch nicht nach Herzfrequenz, interessiert mich nicht. Ist vielleicht ein Fehler, aber es ist halt so. Ja, die Uhrzeit, ganz wichtig, 9.11 Uhr. Sollte dann irgendwann um 11:30 daheim sein, dass ich dann irgendwann mal zeitnah ins Geschäft komme. Und hier wieder die Karte. So, und das war's mal für den Moment. Alles weitere vielleicht irgendwann mal, aber nicht mehr in diesem Video. Das tät der Rahmen sprengen. Was ich vielleicht noch sagen sollte, man kann auch problemlos in die Karte reinzoomen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist hier die Kreuzung oder da. Kann man in die Karte reinzoomen oder man kann auch rauszoomen, um alles darzustellen, die ganze Strecke. Also auch das kein Problem. Ja, aber ich will ja hier keine Werbung machen, ich kriege ja nichts dafür. Weiter geht's. Aber schöne Aufnahmen macht die Insta hier schon. Also das sehe ich schon am kleinen Bildschirm hinten. Und ich freue mich schon auf die Bilder nachher auf dem Rechner und vor allem nachher auch auf dem großen 4K-Bildschirm. Ja, da freue ich mich schon drauf. Es wird bestimmt ein paar schöne Szenen drauf geben. Und schon bin ich hier im schönen Lauterbad angekommen. Jetzt geht's hinauf nach Freudenstadt. Und wir haben sogar jetzt ein bisschen blauer Himmel. Also, es wird doch schön. Jetzt werde ich hier mal von der Strecke abweichen. Da seht ihr auch mal, wie das aussieht auf dem Navi hier. So, normal müsste ich geradeaus. Ich werde jetzt aber hier rüber gehen. Und dann schauen wir mal, was das Teil macht. So, jetzt kommt Streckenabweichung. Und wie gesagt, es routet nicht zurück, sondern ich müsste jetzt quasi aus der Karte rauszoomen und müsste gucken, hallo, wo bin ich jetzt falsch gefahren. Aber ich kenne mich ja aus, ich brauche ja gar kein Navi und weiß, dass ich hier auch wieder auf meine Strecke komme. Und ihr seht ja auch links, sieht man da das lilane Strich. Das ist meine Strecke und da
komme ich auf dem Weg hier auch wieder hin. Und das ist übrigens der Skihang Stockinger hier. Ja, schön. Schön am frühen Morgen und so ruhig und leer alles hier. Ha? Ja, unter der Woche sieht die Welt immer anders aus wie am Wochenende. Und nicht schlecht. Schaut euch das an, ich bin in Freudenstadt und die Sonne scheint wunderbar. Na, damit hätte ich nicht gerechnet, wo ich heute Morgen aus der Garage raus bin. Aber schön, das freut mich doch. Ich komme hier schon wieder auf der anderen Seite raus von Freudenstadt. Jetzt geht es zum Bärenwiesenweg runter Wittlensweiler und dann ja, wieder zurück nach Hause. Ja, abwechslungsreiche Tour, auf alle Fälle vom Wetter her heute. Ja, wie ist mein Urteil zur Navigation? Mit der Garmin Fenix Uhr. Ich muss sagen, es ist machbar, aber es ist mir doch auch ein bisschen klein. Wie gesagt, die besten Augen habe ich auch nicht mehr. Ich bräuchte da eigentlich eine Lesebrille. Also gerade wenn ich jetzt was einstelle oder so, sollte ich eigentlich eine Lesebrille aufhaben. Ja, wer hat beim Fahrradfahren eine Lesebrille auf? Ich denke mal die wenigsten. In die Ferne sehe ich ja gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Teil weiterhin nutze zur Fahrradnavigation. Ich sage ja, interessant ist wirklich, man kann mehrere Tage damit navigieren, ohne dass man da was nachladen muss. Also das ist natürlich echt klasse. Die Größe vom Display ist nicht so klasse. Ja, es gibt Fahrrad, es gibt von Garmin auch Fahrradnavigation, wo auch nicht viel Akku braucht, wäre vielleicht die bessere Wahl. Aber wie gesagt, ich habe es von meinem Bruder geschenkt bekommen. Und zum Wandern werde ich es auf alle Fälle nutzen. Da finde ich es wirklich super. Da ist es absolut genial. Zum Radfahren, ja, gehen tut's. Ob ich es nutze, weiß ich noch nicht. Und jetzt fahre ich voll heim über Wittlensweiler. Hab ja schon alles gesagt, Mensch. Weiter geht's. Was das Update von der Insta beanlangt, von der Insta 360, ein Zollkamera, da könnt ihr euch ja selber ein Bild machen und der Ton hört er. Da brauche ich nichts dazu sagen. Und wie es ist, weiß ich selber noch nicht. Ich habe sie noch gar nicht probiert jetzt mit dem Update, das ist jetzt das erste Mal. Ich bin selber auf die Aufnahmen gespannt. So, und jetzt aber ruckzuck nach Hause mal hier. Ja, Freunde, meine kleine Radtour, mein kleines Update zu meiner Ausrüstung habe ich euch jetzt vorgestellt. Ich habe es nicht mehr weit. Oh, jetzt kommt Wind auf. Ich habe das Lavalier-Mikrofon dran. Ich habe es nicht mehr weit. Wie gesagt, die Uhr zeichnet meine Tour auch auf. Und das Relief-Video werde ich dann erstellen aus der Aufzeichnung. Kommt dann im Anschluss von der Tour jetzt hier. Da könnt ihr auch sehen, wie viele Höhenmeter, wie viele Kilometer. Ich habe es halt nicht übertrieben. Und ich werde es hoffentlich auch im Geschäft heute nicht übertreiben. Ich versuche den Tag so gemütlich, wie er angefangen hat. So gemütlich werde ich auch versuchen, den zu beenden. Euch wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Und wie immer, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Mal schauen, was dann wieder kommt. Wie gesagt, ich habe es ja angekündigt. Ich bekomme ein neues Pedelec und ich bin sehr gespannt drauf. Und ihr hoffentlich auch. Und tschüss. Scheint ja vielleicht doch noch Frühling zu werden. Ich hätte nichts dagegen.